gesehen. Aber ist schon echt krass viel, weil du musst ja auch jetzt viele, erstmal, die gibt es ja nur in den Eiern wahrscheinlich. Und dann viele. Deswegen habe ich ja gesagt, weil später, sobald ihr höheres Level habt, fangt ihr automatisch stärker davon. Ja? Mit den Arenen, je nachdem. Mit den Arenen würde ich am Anfang auch warten oder ich würde. Es so machen, dass ihr schon bereits eroberte Arenen pusht, die haben damit ihr eure Pokémon reintun könnt. Wir werden euch noch alles erklären können, Hans. Ich bin auch noch Anfänger. Ich habe mein Zimmer auch nicht verlassen. Ich muss ehrlich sagen, seitdem ich das habe, bin ich jetzt schon 30 Kilometer gegangen. Ja, also man kann ja gucken. 30 Kilometer. Ja. Kann man, das ist cool. Schaut, das ist ja so ein Ding. Der Jogger, ich bin jetzt schon 34 Kilometer gegangen. Ja. Oh mein Gott! Heute? Er wusste es noch nicht mal. Ja, einen kann man hochziehen oder was? Achso, ja gut, bei mir ist es nicht. Ja, dann ist es dann scheiße. Oh mein Gott! Okay, sweet. Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich habe mir gerade unser erstes Video auf dem Kanal angeschaut. Das war zu lustig. Bisschen an die alten Zeiten zurückgeändert. Weil. Unglaublich, aber wir haben die 1000 Abos bekommen. Glückwunsch. Also Glückwunsch an mich selbst, aber ich meine, danke an euch. Das wollte ich eigentlich sagen. Also echt unglaublich, freut mich so hart. Wie ihr sehen könnt, damals, ich hatte noch gar keine Ahnung, ich habe nicht mal mein Zimmer verlassen. Das Video hat 324 Likes. Ich meine, Views, 15 Likes. Eins davon war von mir selbst, ein Dislike. Damals noch. Bestimmt nur alle von unserem alten Kanal zugeschaut. Und ja, seitdem viel passiert. 1000 Abos geknackt. Eins der großen Ziele, aber ich bin damit noch nicht zufrieden. Also, ich will nicht arrogant klingen, aber da geht noch mehr. Der Yu-Gi-Oh! Channel hatte 2500 Abonnenten. Und um ehrlich zu sein, erst wenn wir die geknackt haben, dann freue ich mich, weil muss ich in meinem Leben verbessern. Und wenn ich mehr Abos habe als der davor, dann habe ich mich auch verbessert, dann freue ich mich. Ansonsten ein paar Meilensteine, 1000 gehören natürlich dazu, freue ich mich natürlich. Destotrotz, 100 war gut, hat lange gedauert, also ich dachte die 100 gehen schneller. Aber von den 2500 vom Yu-Gi-Oh! Channel sind nicht viele rübergegangen. Sehr treulose Abonnenten leider, sehr treulose Fans. Die haben uns alle im Stich gelassen, deswegen die 100 war echt schwer. Und danach ging es aufwärts zum Glück, mit Gen 2 kam der Hype für uns, was sehr geil ist. Dann haben wir die 500 geknackt, auch ein weiterer Meilenstein. Danach ein weiterer Meilenstein für mich selbst, zwischen den 500 und den 1000, war einen alten Kumpel zu überbieten. Der hat auch einen Yu-Gi-Oh! Channel gehabt. Wir waren beide eigentlich immer relativ gleich auf. Er hatte dann Anfang des Jahres 2016 aufgehört, um ein Anime- und Manga-Review-Channel zu machen. Und dann im Sommer haben wir aufgehört mit Yu-Gi-Oh! Und haben halt den Pokémon-Channel gegründet. Sein Channel lief ganz okay, aber den haben wir jetzt dann mit, er hatte 800 oder so, die haben wir jetzt auch überholt. Das freut mich natürlich sehr, dass wir ihn überholt haben. Bisschen hier Konkurrenz. Das war ein persönlicher Meilenstein und jetzt natürlich 1000. Nächster Meilenstein, nicht die 2000, sondern die 2500, damit wir den alten Yu-Gi-Oh!-Channel übertreffen. Ja, was gibt's mehr zu sagen als danke an euch alle. Danke an die Zuschauer, die uns seitdem wir angefangen haben, als wir nur 100 Views und so hatten, und jetzt haben wir im Durchschnitt so 2000 Views, was richtig krank ist. Hoffentlich geht's auch weiter. Ich überlege mir 1000 Abo Special, keine Ahnung, was man da so machen kann. Falls ihr Ideen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Eigentlich so macht, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Bei Yu-Gi-Oh! Konnte man halt Karten verschenken und sowas, aber auf dem Channel hier gibt's nichts zu verschenken. Ansonsten, während ich mir überlege, was ich als 1000 Abo Special machen kann, blende ich euch jetzt die Szene ein, wo ich die neuen 10er Eier geschlüpft habe zum zweiten Mal. Das war ein bisschen besser, kann ich schon mal so verraten. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich das sonst reinpacken soll. Also viel Spaß mit den 10er Eiern und schreibt unten in die Kommentare, was ich jetzt so machen kann als Special. Ich überlege es mir noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Erzählt euren Freunden von meinem Kanal, damit wir bald die 2000 knacken. Und viel Spaß. Oh mein Gott, so Leute, spontan sind die 10er jetzt geschlüpft oder sind am Schlüpfen. Schon wieder Skorgler, oh mein Gott, das fängt nicht gut an. Weiß auch gar nicht, wo ich das
wie sie mit reinpacken soll. HP, tot, direkt weg. Ich hab schon 100%. Hoffentlich haben wir mehr Glück als beim letzten Mal. Ich würde eigentlich die Animation überspringen und das Kappador anklicken. Okay, ein Platini. Immer gut, wir haben jetzt die 1000 geknackt. HP, Attack, Defense. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Also für alle, die nicht gelb sind, die Werte sind 14. HP, Attack, Defense, 14. Skogler. Oh mein Gott, so knapp. Ein leider Moment. Die Panzer. Und Ali. AP. War schon. Und. Oh, oh, endlich. Endlich. Ivy, oh, 32 Bonus, krass. Defense, ja, passt schon. Aber du bist ja mein Bester. Und Mogelbaum, mein alter Freund. Komm, 100% Mogelbaum. Back, Defense. Ich hab das mit dem Dratini gerade immer noch nicht verkraftet. Alter. Noch ein Dratini. Okay, ist auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Und HP. Ja. Ich glaube, das letzte jetzt. Alter, das mit dem Platini. 100% wäre zu saftig gewesen. Und oida! Oida! Es geht ab, Leute! Es geht aufwärts! HP? Ja. Okay. Okay, das ist das letzte jetzt. Und. Oida! Und? IVs, Attack, ja. Yeah. Okay, das war's, Leute. Das war echt super saftig. Super saftig war das.